Ja, und damit hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen guten Tag zu einer neuen weiteren Folge bei F122, der My-Team-Karriere und mal wieder hier im allerersten Video von ungefähr 3 bis 4 Videos pro Rennwochenende hier aus dem Training, aber eigentlich aus den Supercars, ja, Hotlap-Challenges, nämlich Autocross. Bei diesen Wendigkeitstests musst du so schnell wie es geht zwischen sorgsam platzierten Kegeln durchfahren. Pass auf, dass du die Kegeltore nicht umfährst oder verfehlst, denn dafür gibt es Zeitstrafen. Und Herausforderungsziel sind Gold mit 1 Minute 50. Dazu kriegen wir dann ja eine Reichweite von 1000 plus und 100.000 Dollar und dann immer weiter und sofort weiter nach unten. Silber 1,58 und Bronze 2,10. Mal gucken, ob ich es im ersten Versuch schaffe. 70 Tore warten auf uns. Ui, 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 ui. Natürlich auch hier aus der Cockpit-Perspektive ist er viel besser. So, da ist das Tor. Hopp, hopp, hopp. Ja. Wir müssen ein bisschen aufpassen, nämlich am Schaltepunkt sind ganz gerne die Tore immer gesetzt. Einmal hier. Oh ja, sie sind beidig. Ey, gemein. Einfach mal richtig weit in rechts. So, hier. Da. Wir sind übrigens hier mit der Mercedes Black Series unterwegs. Zack. Ja. Zibushi. Ich traue mich auch immer hier nicht so viel Gas zu geben, weil die Tore könnten hier in versteckten Winkel doch irgendwie sehr weit links oder rechts sein. Da. Siehst du, voll verfehlt. Shit. Nochmal. Zack. Oh, ja. Habe ich auch eine Handbremse hier eigentlich? Oh, da. Ja, so macht man das. So, ich kann nicht Vollgas, glaube ich, geben. Oh, die Black Series fährt sich aber richtig schön. So, irgendwo war wieder so ein Tor gewesen, was richtig eklig gelegt war. Das war, glaube ich, hier irgendwo gewesen. Ach, shit. Hier in der Kurve rein. Ja, da. So, jetzt Vollgas. Hier rein. Anbremsen. So, hier. Sehr gut. Ja, könnte was werden. Nur 2, 3 Zeitstrafen bekommen und das auch nur 5 Sekunden. Ja. Oh, scheiße. Scheiße. Oh. Haha, hast du gedacht, wa? 1,50. Nein, nein! Ach Mist! Oh nee, ey, dieses eine Tor. Mist! Komm, ich will's nochmal ein Schnellverfahren probieren. Gut, jetzt aber. Bereit machen. Okay, der Start war sehr gut gewesen. Einfach mal fast den Wagen abgesoffen. Oh, ja, okay. Okay, bereit machen. Guter Start. Wie gesagt, da die Kurve, da müssen wir gleich ein bisschen aufpassen. Sehr gut durchgekommen, sehr schön. Also Kegel umfahren ist kein Problem, die 5 Sekunden können wir uns erlauben, verfehlen dürfen wir halt bloß nicht. Aber gerade am Anfang, den ersten Drittel des Streckenabteils, sollten wir doch schon gut treffen können. Wie gesagt, das sind nur ein, zwei tückige Stellen. Ach, shit, ja, so viel dazu. Nur ein, zwei tückige Stellen, wo man ein bisschen aufpassen muss, gerade hier. Und dann musst du hier ordentlich einlenken. Zack. So, hier können wir eigentlich wirklich schnell durchfahren. Nun, Anbremspunkt hier finden. Haben wir. Sehr schön.
Ja, ich muss ein bisschen aufpassen. Dann gehe ich doch mal lieber vom Gas. Habe ich beim letzten Mal jetzt nicht gemacht. Ah, nee. Wenigstens den Kegel getroffen. Hauptsache nicht verfehlt. Eieiei, das war knapp. So, jetzt muss ich nämlich hier aufpassen. Jetzt Vollgas. Ach, oh, easy peasy. Hätte ich doch eine Cola trinken können. Keine Ahnung. Ich wollte jetzt eigentlich sagen, hätte doch eine rauchen gehen können. Aber wir sind ja hier ein kinderfreundliches Programm. Aber ich finde, sie machen Spaß irgendwie. Also ich habe einen Ehrgeiz dazu, das hier irgendwie zu schaffen. Am Ende war es noch einfacher gewesen. Man gute 10 Sekunden schneller, obwohl wir 10 Sekunden Strafe bekommen haben. Und schnell bin ich nicht gefahren. Für meine Verhältnisse ja, aber im Großen und Ganzen geht das sowieso alles ein bisschen schneller. Springen wir rüber aber jetzt ins Training. Ja, da sind wir auch schon. Und zuallererst natürlich geht's hier zur Session-Info, denn wir haben Rennstrategie, Reifenmanagement und Qualifying-Tempo vor uns, um halt ja ein paar Updates-Punkte, also F- und R-Punkte zusammen, mit denen wir dann später auch Updates kaufen können. Ihr kennt das Prozedere. Wir gehen so ein bisschen gemeinsam die Strecke durch, zum Beispiel mit einer Rennstrategie. Aber zuallererst will ich euch mal ganz kurz zeigen, was ich mir nämlich für ein Setup wieder herausgesucht habe. Das habe ich mir, nicht wundern, schon mal kurz auf einer Hotlap gemacht. Die Hotlap verwende ich immer ganz gerne, um zu gucken, um mich warm zu fahren, welche Zeiten ich fahre und welche KI-Stärke ich verwenden kann. Und so sieht wie folgt meine Setup-Einstellung hier in Montreal, Kanada aus. Achso, im Übrigen, wir sind hier in Kanada. Also hier, noch einmal. Das ist jetzt hier die Setup-Einstellung für Montreal, Kanada, für meine Wenigkeit. Und wir werden das gleich mal weitermachen. Wir gehen nämlich zuallererst zur Rennstrategie. Ich würde sagen, wir nutzen die Mediums. Da können wir mal solide Runden mit den Mediums fahren, weil wir auch im Rennen mit den Mediums wahrscheinlich entweder starten oder generell fahren werden. Müssen wir mal gucken. Und gerade so ein bisschen die etwas älteren Strecken, also die schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben, sind meine absoluten Lieblingsstrecken. Hier auch Kanada in Montreal. Ich finde es schön. Ich fand es auch sehr schön, dass endlich wieder Montreal, ich glaube, in 2021 gefahren wurde. Ah, nee, in 2022. Stimmt, so war das ja gewesen. Endlich wieder gefahren worden ist da Corona. Hat mich ganz, ganz doll gefreut. Wie wenn erstmal eine Runde ohne Überholen und mit Marga. Nee, ach komm, hier. Machen wir einfach mal so. Aber ohne DRS erstmal machen, um zu gucken, wo stehen wir denn eigentlich. Weil ihr habt oben rechts die Delta-Zeit. Ja, mit im Dreher wären wir nicht schneller. Ich mach mal hier sofort Wiederholung. Also nochmal rein. Ich versuche jetzt ohne Batterie und ohne der jetzt erstmal eine Runde zu fahren, um zu gucken, wo stehen wir denn eigentlich mit einem Wagen, der sowieso im Rennen steht, weil wir haben nicht immer DRS zur Verfügung und Batterien müsst ihr vielleicht auch mal ab und zu sparen. Ich denke mal, an den Kurven sind wir ganz gut. Es ist immer so ein schöner Unterschied, wenn du mit einem Red Bull fährst. Ich fahre ja komplett ohne Fallhilfe, nur Traktion, Traktionskontrolle sage ich schon, nur Ideallinie ist an. Aber es ist trotzdem ein Riesenunterschied von Red Bull zu, ja, euren eigens erstellt und aufgebauten Team, was natürlich dezent, oder gelinde gesagt, dem von Williams so ein bisschen gleich oder teilweise von Haas. Da ist auch ein bisschen mehr drin. Und wir sehen schon, die Delta-Zeit, fahrt zwar jetzt auch überhaupt nicht sauber, ist nicht gut, 6 bis 7 Zehntel. Mal gespannt, was wir vielleicht hier aus der Geraden rausholen können. Da machen wir nämlich jetzt mal die Überholtaste an. Die Prozit nehme ich jetzt runter. Der S-Lüge geht gleich runter, auf. Ein bisschen klettert es runter auf den Geraden. Ist schon mal nicht schlecht. Aber wir sind einfach mal 8 Zehntel zu langsam. Das ist auch nicht gut. Du musst dich noch verbessern. Ja, probieren wir es mal. Uiuiuiui. Schönes Loch gerade gehabt. Boah, es ist was anderes als der Red Bull. Gerade schön blockierende Räder gehabt. Ei, 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 ei. Das hat ganz schön gekracht. Alles okay?
alles gut, ich hab alles im Griff. Spektakulärer Crash irgendwie. Boah, nee. Auch die zweite Runde war nicht gut, rein in die dritte. Oh, ich fahre die ganze Zeit auf magere Benzineinstellung. Ist ja auch nicht schlecht. Ui, ja, jetzt kommt er aber wirklich. Gut, also probieren wir es gleich nochmal. Wahrscheinlich erst in der letzten Runde werden wir wahrscheinlich nochmal versuchen können, die Zeiten zu schlagen. Wenn es eine Runde erst mal Benzin sparen und dann geht es nochmal richtig ab. Okay, du warst in dieser Runde nicht gut genug. Versuch es noch einmal. Aber wisst ihr, was erstaunlich ist? Ich sehe gerade... Oh, alter Falter, also die Reifen blockieren hier mega schnell. Wir sind nur 1,2 Sekunden hinter Leclerc, der auf Mittelreifen, mittelharte Reifen wie wir fährt. Und wie gesagt, wir sind ja einfach ein richtig schlechtes Team. Aber die Zeiten, die uns vorgegeben sind, die sind eigentlich eher in den Bereichen von denen da oben. Das ist ein bisschen erstaunlich. Also ich finde es halt immer krass, dass da tatsächlich das, was das Team einem vorgibt, gar nicht damit hinhaut, was wir für eine wirkliche Leistung haben. Das ist immer ein bisschen erstaunlich. Aber okay. Ah, wir sind doch ganz, ganz, ganz knapp drin. Ich glaube, der lange Rahmen jetzt noch ein bisschen was rausholen können. Nee, irgendwie nicht. Nee. Am Ende reißt nicht ganz, aber die Zeiten sind gar nicht mal so schlecht. So, das Ding ist, ich habe jetzt auch die Überlegung... Oh, Wetter, jetzt, es regnet. Es scheint aber gerade die Sonne, aber ist okay. Dass wir vielleicht mit ein bisschen zu viel Flügel unterwegs sind, kann das vielleicht sein? Das könnte man ja mal gucken, dass wir hier einfach mal um 3 jeweils runtergehen. Und dann würde ich mal sagen, nehmen wir in den letzten paar Minuten in dieser Trainingssession noch die Reifenmanagement mit. Da können wir ganz gerne auch empfohlen, Nullrunden. Was, Reifenmischung? Ja, ich wollte gerade sagen, da bin ich ja schon ein paar gefahren. Wir machen mal weiche Reifen, dann werden wir auch danach nochmal gucken, ob wir denn noch eine schöne, schnelle Runde hinterlegen können. Also, legen wir los. Gut, ich dachte, Jeff sagt jetzt hier vielleicht noch ein bisschen was. Also, Reifenmanagement ganz einfach. Wir müssen auf unsere Reifen aufpassen. Wir können jetzt die Batterie verwenden, müssen aber beim Bremsen, Beschleunigen und beim Eindecken eigentlich aufpassen, weil die Reifen nicht allzu sehr abnutzen. Und müssen natürlich auch dementsprechend oben rechts jetzt gleich die Zeit ein bisschen beachten. Boah, die Softreifen funktionieren wesentlich besser als die Mediums. Viel zu... Was ist denn hier los? Das ist jetzt wieder so mega einfach, oder was? Veränderungen in ungefähr 5 Minuten voraus. Sei wachsam. Das ist ja ein Ding, ey. Rennstrategie war schon ziemlich schwer gewesen und das ist jetzt hier so popel einfach. Wir schaffen auch eine relativ gute Zeit hier. Ja, unter 1,13 könnte es, glaube ich, was werden. Oh, schöner Sprung. In diesem Durchlauf einige exzellente Daten erhalten. Also komm zurück in die Garage und ich zeig dir die Zahlen. So, schaffen wir es halt Fette noch zu überholen hier? Das wäre auch eine schöne Sache. Können wir mal ein bisschen üben fürs Rennen. Gut, Freunde, dann springen wir jetzt gleich einfach mal in die dritte Session und machen noch ganz kurz unser Qualifying-Tempo. Aber Ende 5. Platz gegen Carlos Sainz, der eine 1:11:9 mit harten Reifen gefahren ist. Okay. Ei. Wie hart willst du einen Tiefschlag eigentlich setzen? So, wir sind jetzt auch jetzt zur Trainingssession Nummer 3. Das passt also ganz gut mit dem Qualifying-Tempo. Ich will mal ganz kurz gucken, wo ist denn Wetter?
Oh, guck mal, stimmt. Vollkommen vergessen, euch zu sagen. Im Rennen erwartet uns im Übrigen Regen. Das wird auch noch lustig. So, ich will mal kurz die Zeit ein bisschen beschleunigen und dann in den letzten paar Runden das Ganze fahren. Also quasi wirklich voll und ganz das Qualifying simulieren. So, apropos, nee, komm. Wir machen mal nochmal Folgendes. Das will ich euch auch mal kurz mal durchgehen. Wir simulieren trotzdem mal ein bisschen. 1,12. Und ich würde mal sagen, bei 2,30 gehen wir mal auf die Strecke, um zu gucken, wie knapp wir bei Start und Ziel vorbeifahren können. Weil da sind optimale Temperaturen hinblicken. Einfach für das Qualifying. Also, wir haben jetzt 2,35. Wir sind jetzt hier. Gehen wir schon mal auf Reifen-Qualifying. Zack. Und Start. So, bei 2,3, 2,38 wird es rausgefahren. Ich denke mal, eine knappe Minute werden wir jetzt noch Zeit haben. Bei der fliegenden Runde, verbraucht ihr ein bisschen mehr Zeit beim Herausfahren. Das ist immer ein bisschen komisch. Okay, na, ist das schon mal was. Und wir sollen 1,11,5 schaffen, okay? Ja, das vom Team sind manchmal ein bisschen Zeiten, die sind sehr utopisch, die uns vorgegeben werden. Also unter 1,12 wäre schon auf alle Fälle ein Riesenfortschritt. Sind aber schon 2 Zehntel zu langsam ersten Kurvenpassagen. Gehen jetzt hier rein, gut getroffen. Sind ein Ticken schneller. Sehr schön, 1 Zehntel haben wir wieder rausgeholt. Auch hier schön rein. Oh, auf den Geraden fehlt uns richtig viel Speed immer noch. Hier 10., 15., ja, jetzt fallen wir runter. Alter, jetzt fallen wir aber richtig runter. Was ist denn hier los? Ui. Den Kurven holen wir gut auf am Ende. Boah, 11., 12. ungefähr. Eieiei, 10. Immerhin. Also, das war ja schon mein imaginäres Ziel gewesen unter den besten 10. Auf den Geraden sind wir nicht schnell, wa? Ich hab echt, glaube ich, ein bisschen zu viel Flüge drauf. Das ist, glaube ich, mein kleines Manko. Aber okay, Freunde, guten Laune. Das war es erstmal gewesen. 1,2 Sekunden. Das ist trotzdem immer noch extrem gut für das, wo wir da eigentlich stehen normalerweise. Wir sehen uns aber in der nächsten Folge wieder. Da geht es dann im Qualifying weiter. Und da können wir ja mal Däumchen drücken, dass ich es vielleicht in Q2 schaffe. Bis dahin, mach's gut. Auf Wiedersehen. Und wir sehen uns im Qualifying wieder. Tschüssikowski. Das Leben ist so wunderbar. Denn ich bin YouTube-Star. Also teilt, liked und schreibt für eine besondere Zeit. Bis bald.